Okay. Gut bei Tageslicht, ja. Jetzt geht's dem ganzen Viech an den Kragen. Ich weiß noch nicht, ob wir auch Killer spielen. Eventuell. Eventuell spielen wir heute auch den Killer. Wobei wäre ja eigentlich ganz gut, wenn ich das DLC zeige. Ne? Dass ich das dann noch mache. Aber wie geil ist das bitte? Allein noch die Musik im Hintergrund. Klingt einfach so mega geil. Also wir spielen als erstes als Überlebender. Und als Überlebender spielen wir natürlich Yunjin Lee. Eine eigennützige Musikproduzentin, die auch in unruhigen Zeiten ihre Ziele umsetzt. Ihre persönlichen Talente, Überholspur, Superheld und Selbstschutz ermöglichen es ihr, ihre Fähigkeiten zu verbessern, wenn andere Schaden nehmen und bei einer Jagd schnell zu entkommen. Schauen wir mal. Ich habe mit ihr noch nicht gespielt. Ich habe gestern nur kurz draufgeklickt und angeguckt. Deswegen werden wir hier einfach mal gucken, was uns erwartet. So, nehmen wir den Arztkoffer mit. Was haben wir hier? Wenn dein Rivale einen Fehler macht, nutzt du die Gelegenheit. Wer mit einer Palette betäubt, das verfällst du in einem Sprint. Muss man andere opfern, wenn ein anderer Problem versagt wird, erhältst du einen Zähler. Du verbrauchst alle Zähler nach einem großartigen Fähigkeitencheck. Machen wir erstmal das hier. Ich würde sagen, wir starten auch direkt. Ohne langes Vorgeplänkel. Und ich hoffe, dass wir relativ schnell eine Gruppe finden. Wie gesagt, gestern hatte ich Glück, als ich mit meiner Mac gespielt habe. Vielleicht haben wir das wieder. Vielleicht haben wir das wieder. Frage ist natürlich, ja, tatsächlich, es funktioniert. Gott, ich liebe es, wenn neue DLCs rauskommen, dann geht es mir so schnell. Aber wie geil auch einfach das Hintergrundsetting ist, ne? Ich lieb's, Leute, ich lieb's. Ah, wie geil. Das heißt jetzt 3 Stunden DVD. Aber wir warten noch auf eine Person. Toll. Das habe ich aber selten, dass man dann schon in der Lobby steht und dann noch auf Leute wartet. Das habe ich echt selten. Aber gut. Ist halt so. Claudette. Sie müsste jetzt nur noch mal auf Bereit klicken. Vor allem, ich finde, das Setting passt halt auch mehr zu kurz mal im Overlay irgendwie. Geht irgendwie so nahtlos ineinander über. Wenn
weiß gar nicht, gibt es dazu auch eine neue Map? Zu dem Killer? Weiß ich gerade gar nicht. Das hier kann ich einmal eine Stufe kälter machen. Langsamer machen. Also ich weiß noch nicht, wie lange ich heute mache. Wie gesagt, ich will so ein bisschen trainieren für Sonntag. Beziehungsweise Samstag. Ich habe nämlich vor, einen 24-Stunden-Stream zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Das könnte hart werden. Aber wir wollen es versuchen. Ich werde nämlich tatsächlich nachts starten und dann am frühen Abend aufhören. Und da halt, ne? Späten Abend, dass ich dann am nächsten Tag am späten Abend doch aufhören kann. Haddonfield, okay. Wird mein Outfit hier etwas sehr auffällig. Das ist ein Totem, Junge. Geh da vorne zum Generator hin. Komm danach. Ich hoffe, heute kriege ich die Fähigkeiten sechs hin. Vielleicht riskant. Ja, eigentlich nur hinter dem anderen herfahren. Klappt doch bisher gut. Oh Gott. Keine Fehler machen. Hui. Na komm. Yeah.
Boah, diese Sing-Sang-Tante. Kann doch nicht wahr sein. Und die ist halt irgendwo noch in der Nähe. Einfach. Ich meine, das ist nur ein Generator, der fehlt. Hier sind wir so ein bisschen auf heißen Kohlen. Wir hoffen einfach mal. Sieht aber gut aus. Auf eine Person warten wir noch. Beziehungsweise. Okay. Jo, erste Runde überlebt. Sehr geil. Wieder so ganz knapp davor. Leben ein paar dieses Tages. Okay. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Hätte nicht gedacht, dass wir die erste Runde überleben. Aber passt. Würde ich sagen. Das passt leider nicht mehr. Gut. Starten wir direkt die nächste Runde. Ich bin ja mal gespannt, wann wir den neuen Killer treffen. Ich habe ihn ja gestern schon einmal gesehen. Ja.
ganz cool. Gut, geht das wenigstens flott. Okay. Cool, du Windfarm. Die vorliegenden Felder kennen wir auch. Ja, direkt einer verlassen. Weil kein Bock mehr. Der hier ist da hinten. Und dass ich den Generator bis dahin fertig kriege. Und nicht nur die. Und wir die Jägerin. Jetzt mal retten zu gehen. Ist ihr ernst? Sowas hasse ich ja. Versuch gerade zu retten. Ich habe jetzt keine Wahl mehr. Boah, wie dumm ist sie, ey. Meine Fresse, ey. Sind das Anfänger? Ja, gut. Alleine ist das etwas sehr unmöglich. Oh!
Ja, alleine bringt's halt nichts. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das schaffen würde, liegt halt mal so eben bei null. Okay. Ey, was für eine... Das ist einfach mal so eine richtige Chaos-Truppe, ey. So, das kostet mich jetzt bestimmt einen Punkt. Ja, natürlich. Danke, Leute. Warte, was war das für... Gut. Blutjunge Anfänger. Ja, ähnliches Level wie ich. Das war doch Absicht. Ach ja. Ja, ne? Und sonst so. Klappt wunderbar. Klappt wunderbar nicht. Das hier. So, ich muss aber noch mal ganz kurz was holen. Und zwar ein paar Socken. Und ja, die sind sofort wieder da. Ich lasse das hier aber ganz. Dam, 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 dam. Da, 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 da. Ich weiß, meine Gesang. Einlagen sind so grausam. So. Handy anstecken. Komm. Put, 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 put. Mit mir, ja klar, und ich starte genau hier oben. Oh, nö. Ach, Mist. Ja, ich weiß, weil Kragen muss ich zu mir nicht. Mittel. Ich wollte gerade sagen, ist das dein Ernst? Ich hör auf, mich zu heilen. Genau sowas hasse ich halt. Wow. Ah, Kacke. Ja, ich weiß, ich hätte kommen können. Yeah.
Es wäre schön, wenn ihr mich nicht immer dann heilen würdet. Ja, Alter. Statt dass man mal entkommt. Nein, wollen sie einen immer gleich an Ort und Stelle heilen. Macht doch gar keinen Sinn, wenn man einen direkt an Ort, vor Ort heilt. Dann soll man doch erstmal weggehen. Alter, Junge, Mädel, willst du... Er kommt. Er kommt. Ja. Ihr seid doch so dumm, ey. Statt sich mal zu verstecken? Nein. Warum auch? Warum sollte das mal gemacht werden? Wäre ja auch so einfach. Wäre ja zu schön. Kommt, hört auf, ey. Sein, dass ich zu blöd bin, zu weglaufen. Wie kann man zu blöd sein und vorm Killer anfangen zu heilen? Statt einen erstmal entkommen zu lassen, erstmal wegzugehen. In Sicherheit. Ja, danke. Rangfortschritt 0. Meine ganzen geamsterten Frankfurt-Schritte weg. Einfach nur weg. Nicht weiter, aber passt. Ich habe aber uns tatsächlich noch nicht als Mitspieler gesehen. Ah, du, okay, jetzt. Jetzt spielen wir mal mit jemandem, der wie wir sind, ist. Na komm, drück bereit. Am besten heute noch. Die gleiche Bewegung. Was mich jetzt allerdings mehr interessieren würde. Ich weiß, wir sind da gerade bei, aber...